Die Erbsünde ist zwar explizit kein biblischer Begriff, aber das Sachverhalt ist biblisch. Die Erbsünde ist die moralisch total verderbte und von Gott entfremdete Natur im Menschen, also das sündige Wesen des gefallenen Menschen. Und dieses sündige Wesen, diese sündige Natur ist die Quelle aller Tat-, Wort- und Gedankensünden. Und es gibt in der Bibel Synonyme für diese Erbsünde, wie zum Beispiel der alte Mensch oder das Fleisch, Sarx. Und diese sündige Natur ist eine Macht, die den Menschen völlig unterwirft, die den Willen des Menschen völlig unterwirft. Diese Erbsünde wird seit der Ursünde Adams von Generation zu Generation weitergegeben, sodass jeder Mensch, der geboren wird, diese Erbsünde, die sündige Natur, schon in sich trägt. Die Folgen dieser Erbsünde sind drastisch. Zum einen ist der Mensch völlig dieser Macht der Sünde unterworfen, also nicht frei, sondern unterworfen, und der Mensch ist völlig verderbt und entfremdet von Gott. Die entsprechende Strafe ist, dass der Mensch getrennt ist von Gott. Das nennt die Bibel geistlich tot. Völlig getrennt und entfremdet von Gott. Das ist der geistliche Tod, solange er auf der Erde ist. Und wenn er sich nicht bekehrt, mündet dieser geistliche Tod in den sogenannten ewigen Tod oder zweiter Tod im Jenseits. Das ist die ewige Verlorenheit, die Hölle. Der Mensch ist aufgrund der Erbsünde erlösungsbedürftig. Die Grundlage der Erlösung ist der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Der Mensch bekommt Erlösung, indem er an Jesus Christus glaubt. Die Erlösung bedeutet nicht die Entfernung der sündigen Natur. Auch ein wiedergeborener Christ hat diese bis ans Lebensende. Aber er ist zum einen juristisch gerichtet. Die sündige Natur ist juristisch gerichtet. Das heißt, der alte Mensch ist juristisch mitgekreuzigt mit Christus, und der wiedergeborene Christ ist befreit von dieser Strafe. Und zum Zweiten bekommt der wiedergeborene Christ den Heiligen Geist als Gegenmacht, und mit Hilfe des Heiligen Geistes ist der wiedergeborene Christ grundsätzlich befähigt, frei von der Macht der Sünde zu leben. Das heißt, ein wiedergeborener Christ muss nicht mehr sündigen, aber er kann noch sündigen.